Schülern und Schülerinnen freigegeben haben und ihnen die Chance geben, diesen Biathlon-Weltcup hier oben während der Woche erleben zu können. Am Wochenende dann sicher alles hier pickepacke voll, dann wenn auch der König da sein wird und den Athletinnen und Athleten zuschauen wird. Marie-Laure Brunet macht hier den Anfang von 75 Athletinnen, die diesen siebten von insgesamt 10 Sprint des Jahres in Angriff nehmen werden über 7,5 Kilometer. Marie-Laure Brunet insofern für uns auch ganz gut, da wir mit einer sehr guten Athletin beginnen und gleich auch ein Maß bekommen für die, die dann folgen werden. Also in dieser Saison schon ganz oben auf dem Podest. Marie-Laure Brunet, die ersten 800 Meter sind geschafft und wie Herbert es angesprochen hat, aus dem Stadion heraus geht es immer bergan zunächst. Ja, für den Blick werden die Damen jetzt keine Zeit haben, aber jetzt geht es dann Gott sei Dank gleich wieder. Und rot. Hier sind wir gleich in der Abfahrt, Marie-Laure Brunet. Das ist die Abfahrt, die folgt auf diese Zwischenzeit. Ohne Brille fährt sie runter, da können auch die Augen tränen. Ab und zu passiert es auch, dass bei diesen Temperaturen ja das Augenwasser ein wenig gefriert. Man sieht dann nicht gut, da ist man aber individuell anfällig. Marie-Laure Brunet jetzt schon kurz vor dem Schießstand, Eingang, auch am Holmenkollen ist der Anlauf zum Schießstand etwas anders als üblich. Normal geht es ja eben oder vielleicht bergauf an den Schießstand. Hier geht es leicht bergab. Ähnlich auch wie dann bei der Weltmeisterschaft in Ruppolding, wo man zunächst bergab anfährt an den Schießstand. Die Belastung reduziert sich, der Puls geht runter. Man hat ein wenig Zeit, sich zu konzentrieren. Man ist auch oft mal verleitet, etwas leichtsinnig beim Schießen zu werden. Die äußeren Verhältnisse sind sehr gut, kein Wind, etwas Sonne von hinten. Die ist aber jetzt noch nicht so stark, dass es jetzt irgendwas ausmachen würde. Die erste Schützin des Tages legt sich bereit, Marie-Laure Brunet, fünfmal auf die kleinen Scheiben, 4,5 cm im Durchmesser. Ja, hat ein wenig beschleunigt während ihrer Salve zwischen Schuss 1 und 5. Alles getroffen. Und los geht's ohne Strafrunde. Ja, irgendein Problem hat sie da. Irgendwas hat sich verhakt, das Gewehr mit den Stöcken. Ja, sie hat ja schon einmal Probleme gehabt mit dem Tragegurt zuletzt. Und es scheint zu funktionieren. Alles wieder okay. Anastasia Kusmina, auch sie hinter der Zeit von Magdalena Neuner zurück. Marie-Laure Brunet, stehender Anschlag, die erste hier in diesem Sprint. Gute Basis, bekannt gute Schützin, alle 10 Scheiben getroffen, Marie-Laure Brunet mit 0 Fehlern, blütenweißer Weste auf die letzte Runde. Und ich habe es angesprochen, wenn so eine gute da vorne wegläuft, hat man ein gutes Maß in den Zwischenzeiten, ja, abgelöst von Magdalena Neuner. Magdalena Neuner konnte auf der letzten Runde, wie wir sie gerade gesehen haben, vom Schießstand da hoch die 800 Meter 20 Sekunden gut machen. Das ist natürlich schon enorm. Da hat sie auch auf der letzten Runde noch viel, viel Kraft. Haben wir Marie-Laure Brunet auf dem Weg in Richtung Ziel. Die letzte Runde geht ja außen um den Schießstand herum, dann über diesen kleinen Buckel, den Sie eben noch gesehen haben. Vorbei hier an diesen Zuschauern, die am Wochenende die Athleten und Athletinnen, wenn es denn richtig voll wird, hier ins Ziel tragen werden. Und das ist die erste Zeit. 22.